Leana. Die armen Schrammen. Endlich eingeschlafen. Wie geht's denn, Leana? Naja, eine Weile ist sie noch außer Gefecht. Aber es ist nicht so schlimm, wie wir dachten. Maxim, wer war die Frau im Turm? Du hast sie gekannt. Diese Frau. Sie sagte mir, dass es meine Bestimmung sei, zu kämpfen. Sie scheint eine ganz besondere Frau zu sein. Sie hilft uns. Sie weiß, wie man den Zauberkram an der Tür los wird. Respekt! Wer sich bis zur Spitze dieses Teufelsturms durchschlägt, muss ein wahrer Krieger sein. Volltreffer. Also, Eigenlob natürlich wieder, weil wir es ja auch geschafft haben. Na, Maxim, was machst du jetzt, Chillen. Ich bekam Wind von etwas, das mir überhaupt nicht passt. Höllenfürsten? Du meinst die Wesen aus der Hölle, die die Welt beherrschen wollen? Ganz genau. Wenn es sie wirklich gibt, werden sich unsere Wege kreuzen. Und danach denn? Wenn diese Welt ihr Ziel ist, dann muss ich sie doch wohl zerstören, oder? Die Welt oder die Höllenwesen? Wir reden hier über die Teufelswesen, nicht über irgendwelche Tagediebe. Auge um Auge werde ich gewinnen. Und du, Typ, wie steht es mit dir? Na aber, hallo Ballo, Alter. Ja? Ich werde mich niemals unterwerfen. Nie im Leben. Ich bin bereit, Maxim. Na, das hören meine Ohren doch gern. Wir müssen uns aber etwas beeilen. Jetzt schon? Ja, ich könnte... Na gut. Sag ehrlich, Typ, willst du dabei sein? Jessie! Sie ist so wunderschön. Wer ist sie, Typ? Jessie, sie ist... Ach, naja, meine... Weißt du... Hast du Sprachstörungen? Hi, ich bin Jessie, Typs Freundin. Ey, toll, freut mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Typs Freundin, wa? Was meinst du damit? Warum soll ich denn keine Freundin haben? Hey, so hab ich das doch nicht gemeint. Jessie, wie hast du das gemeint, als du sagtest, ob ich gehen solle? Willst du Schluss machen? Du möchtest doch gehen, oder? Es stand dir ins Gesicht geschrieben. Nun, ich... Aber... Du musst nicht wegen Leana hierbleiben. Ich werde mich um sie kümmern. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn du bei ihr wärst, aber... Aber du und ich... Ich werde dich schrecklich vermissen. Doch du musst tun, was du für richtig hältst. Verlass Familie, verlass Beziehungen, lass alles hinter dich. Einfach nur, um auf Abenteuer zu gehen. Mit irgendeiner komischen Fantasiewelt, ist klar. Wenn alles vorbei ist, dann wirst du zu mir zurückkehren, nicht wahr? Du weißt, dass ich wieder zu dir komme. Ich vertraue dir. Kurze Gedankenübertragung gemacht, alles klar. Oh, Jessie! Sie sind sich sehr nah und füreinander da. Das ist wahre Liebe. Ja, deswegen haut er es auch ab, ne? Hey, Miriada, danke für deinen Resub, dankeschön. Das ist wahre Liebe. Jetzt kommt Maxim schon wieder. Hä, was, hä? Ja, die beiden sind wie füreinander geschaffen. Maxim, an was denkst du gerade? Sie schöpft schon wieder Hoffnung. Nuscht. Wieso, warten? Nun, ich bin nicht die Frau, die ihr Leben lang wartet, weißt du? Hä? Maxim, ich bin bereit. Lass uns die Kreaturen in der Hölle zurück, in die Hölle zurückschicken. So sei es mal, ja. Doch dies Unterfangen wird sicher kein Kinderspiel. Das mag sein, aber wir tragen ja auch keine Windeln mehr. Schon gut, Typi. Ist okay. Wir sollten jetzt nicht mehr länger quatschen und uns auf den Weg machen. Alles klar! Dann nichts wie los! Gut, Guy. Gut, Typ. Einer für alle für einen, ja! So soll es... Oh, Mann, ey. Dieser scheiß Humor, ey. Ja, genau. Guy schließt sich dir an, ey. Was für ein Typ. Cool. Danke, Mann. Wohin gehst du? Zum Turm. Er liegt auf dem Weg nach Tarika. Zum Turm? Jetzt nochmal? Solange Leana nicht fit ist, kümmere ich mich um das Hotel. Wollt ihr hier pennen? Jo. Rutsch mal ein Stück, Leana. Sind nur zwei Betten da. So. Okay, gut. Sie schläft. Wohin gehst du? Zum Turm. Er liegt auf dem Weg nach Tarika. Weil da waren ja noch Schätze. Soll ich jetzt nochmal da hingehen? Also ich speichere erstmal wieder ab, ist ja klar. Da gibt es denn da irgendeinen neuen Zauber jetzt? Nee, ne? Eine Magie ist das Stoff, was irgendwie Träume sind. Funke hat sich schon... Alter, guck mal, er sitzt voll breitbeinig da und kann einfach nichts lernen. Eigentlich wäre es nicht schlecht, wenn sie auch noch Serum kann. Ne, dass auch mal ein bisschen hier Vergiftung heilt. Confusio. Ja, na gut, alles klar, reicht. Aber sie müsste eigentlich auch noch Tropfen lernen.
Warte mal, das sind ja diese ganzen Elemente. Das klingt ja alles wie Elementzauber. Der hat ja schon Schock, Funke, Tropfen muss den eigentlich auch noch können. So. Abspeichern. Das ist ja echt noch, das muss ja echt normal hoch, ne? Aber ist der Turm nicht eingestürzt? Vielleicht ist jetzt einfach ganz unten, weil der Turm ja nicht eingestürzt ist. Ne, warte, wenn er eingestürzt ist, müsste alles ganz jetzt unten schon liegen. Ach, jetzt kein Bock, die sind mir zu schwach, Leute, einfach zu schwach. Ah, ich muss ja sowieso nochmal da hin. Weil stimmt, auf der anderen Seite war ja. Oh, was sind jetzt hier? Plasma-Blob. Die greifen wir mal schön an, Leute. Neue Blob-Art, boom, boom. Die nichts kann. Okay. Ich muss ja eh dahin. Ich muss den nur echt nochmal machen? Ah, nee, also jetzt komme ich hier durch. Ja. Aber das geht nicht. Ich muss nochmal die zu den Truhen da oben. Aber die müssten ja alle vor uns abhauen. Nicht wahr? Okay, warte, war das hier alles nötig? Ja, doch, leider. Ach, guck, die hauen alle schön. Was ist das? Tolle, wollte ich gerade sagen. Hussa! Ganz schnell nach oben. Ja, komm, der will immer noch aufs Maul. Jetzt haut er wieder Bock hinunter. Tschuck. Nee, da war ja irgendwas irgendwas nettes, ne? Nee, doch. Oh, wo ist denn jetzt der Eingang? Ich muss doch nach oben. Ach, das ist ja unter dem Typ ist ja ein Schalter. Och, Mann. Ey, wenn sich das nicht lohnt, ne? Ist der wirklich der einzige Gang? Ja, klar. Beben. Chat meint schon, es lohnt sich, alles klar. Das sind ja auch drei Schätze, ne? Ich habe jetzt keine Flucht oder so, dass ich wieder schnell rauskomme. Sorry, Mann. Oh, ein Kurzschwert. Maxim Lella. KP um 10, Stärke um 3. Ja, okay, gut, gut. Tschuck. So, da war ja auch die Mega-Verarsche. Dass der eine Schalter einfach beides öffnet, wisst ihr, man denkt sich so, hm? Man checkt doch gar nichts. Ich muss nochmal alles nochmal machen. Na komm, renn nicht rein, wenn du willst, ne? Komm, komm. Oh shit. Ja, so viele, glaub es nicht. Erdbeben. Aber schön, dass Arbor wieder lebt. Aber er ist anscheinend schwach. Ist jetzt wieder bei 0 oder was? Nee, aber der war bei den Gegnern immer schwach, ne? Bei dieser Art Gegner. Tot. Arbor aufgelevelt. Aber ist der wirklich wieder gestorben? Dass ich wieder von vorne leveln muss? Oh, warte mal, das müssen wir jetzt kurz mal testen. Ja, Moment mal, ich kann ja nachgucken. Er ist wieder Rang 1. Ah, nee, aber okay. Rang ist was anderes, da ist er aber Level 16. Okay, was ist denn jetzt mit Futter? Hä, hey, wollt ihr nicht ein Lederschild haben? Jetzt wieder eine Mütze. Okay, die habe ich ja. Die hat doch. Der wollte doch ein Lederschild haben, okay, hier in dem.
Vielen Dank. Jetzt wird ein Lederschild. Gott, ist ja auch interessant. Wenn da so ein Meter steigt, ey, ist auch interessant. Müssen wir mal gucken. Ey, cool, dass der denn so ein bisschen das Müllinventar vielleicht so ein bisschen, ne? Ist natürlich cool. Also alles lieber behalten. Sorry Leute, aber ich hab gesagt, das lohnt sich. Da muss ich einfach kicken, was da ist. Ich glaube, das kommt nicht allzu oft vor. Ja, bitte mach den ganzen Dungeon nochmal. So schnell raus hier. Ach, warum nicht mal kurz speichern nochmal? Klar. Die alle Level 16 jetzt sind, cool. Die passen sich denn alle an, holen sich gegenseitig dann wieder ein. Das ist doch Wunderbärchen. Oh, ich muss echt noch mal. Okay. Oh, wieder diese ultraschwere Rätsel, Leute. Das ist ja richtig ultraschwer. So, sind aber gleich da. Haben wir es geschafft und der Loot gehört mir. Eigentlich wäre cool, wenn dabei Flucht einmal wäre. Schlüssel benutzt. Okay. Feuerdolch! Okay, cool. Ist irgendwo hin? Nö. Eine Perlenkette. Sehr schön. Und die Camo-Rüstung? Alter, was von ihm? Ey, geil. Okay, gleich mal gucken. Ich glaube, hier, der arme Guy hat blöd, na ja, nicht, ey. Und der kann doch ja nicht tragen. Holzschild. So, doch, okay, aber der kann die Camo-Weste. Okay, kann auch nur er tragen, sehr gut. Haarband. Ich hab sonst nicht. Er hat drei freie Slots und ich hab nichts. Kurzschwert. Was macht denn dieser, der Feuerdolch, ist ja schon übel. Aber kann den auch, den kann auch ich tragen. Aber das ist nicht so viel stärker, als wie für ihn. Dreimal stärker als die normale Attacke. Wirksam gegen feuerempfindliche, oh komm. Der wird dadurch wesentlich stärker und ist eben ein Tank, was soll's. So, also vielleicht noch eine schöne Halskette, für, okay, für sie, ne? Jupp. Hört die Init. Dann ist er noch schneller. Kann noch immer mehr heilen. Okay, schuppen. Kommt nochmal der Armreif? Egal, kann nichts machen. So. Zwischen was Neues? Nö. Okay, Leute, das hat sich doch gelohnt. Schnell wieder raus hier, ey. Ganz, ganz schnell, dann können wir einfach schön durch den Turm und dann ist wieder ein neues Gebiet am Start. So, jetzt ist der Rückweg wieder einfacher als der Hinweg, wa? So, hups, ja, wieder falsch. Nein, lass mich bitte in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ah! Nein, er will mich umbringen, komm her! Skeletor. Okay, geil. Fumi war noch schön stark. Zerslasht. Alter, warum ist er jetzt so stark? Okay, also sind so eine Untoten gegen Feuer effektiv, oder was? Weil der macht ja so viel Schaden gegen den Skelett da. Nein, hau ab, hau ab. Alle greifen sie mich an und ich weiß nicht wieso. Das ist doch gemein und macht mich nicht froh.
Illith ist Intelligenz. Achso, man ist auch bei den alten Rollenspielen ist immer anders. Bestimmt Bewegung haben sie ja hier jetzt als Extrawert. BWG. Alles klar. Wir sind irgendwie bei Int, komme ich irgendwie immer auf Init, also Schnelligkeit. Es tut mir leid, Leute. Das kommt immer, wenn man so unfassbar viele Videospiele spielt wie ich. Da kommt man mal durcheinander. Ihr spielt ja einfach immer richtig wenig Spiele. Ne? Deswegen könnt ihr das nicht verstehen. Busy, hey, grüß dich und Dankeschön für den Resub. Dankeschön. Deswegen weißt du auch, was jetzt MGA ist. Stimmt's? Ja, klar. Alles. Magie, alles. Das Archiv für alles. So, alles klar. Okay, gleich nächste Dorf. Mal gucken. Clamento! Der Südturm hat gebebt. Was ist denn passiert? Verraten wir den nicht. Einfach nicht verraten. So, erstmal gucken. Neue Zauber? Ich hab Kohle ohne Ende. Willkommen im Zauberladen. Funkelschaub, was soll das? Okay, die vier Elementdinger hat unsere Magierin. Oh, Panzer. Erhöht im Kampf die Abwehr. Ja. Erlösung. Hebt Paralyse auf. Ja. Flucht. Sehr schön. Das ist sehr wichtig, ne? Ja, komm, Panzer. Ja, sie soll eigentlich, wenn immer mit Magie richtig reinballern und angreifen. Ne? Deswegen, komm, er kann aber so ein bisschen der Buffer sein oder was. Erstmal nur er. Erlösung. Heilt Paralyse. Ja, komm. Ist auch alle ganz schön billig. Weil der hat nicht so viele. Guck mal, die ganzen teuren Sachen, ne? Die kann man ja ruhig ihr geben. Okay, das kann auch so sie nur nehmen. Aber das hier so Panzer oder Erlösung als Buffdinger, komm. Das kann auch Maxim machen. Und die ganzen Angriffe gehen alle auf ihr Konto. So, sehr schön. Das können wir immer abhauen. Das ist toll. Ach, ich freue mich so. Ist das nicht ein schöner Ring? Ja, wirklich hübsch. Ist er aus Glas? Ja, du kannst ihn auch im Glasladen kaufen. Glasladen? Hallo! Das sind echte Kunstwerke aus Glas. Hast du die alle hergestellt? Ich sehe ja nichts. Nein, mein Mann ist der Künstler. Wirklich? Ist er zu Hause? Nee, er ist unterwegs. Er sucht schöne Dinge, um sie in Glas einzugießen. Aber er müsste schon lange zurück sein. Er war noch nie so lange weg. Entschuldigt, ich rede zu viel. Habt ihr etwas gefunden, was euch gefällt? Ohrschmuck. Macht sie ja dümmer. Oh. Ja, wohl nur ein Wert. Ah, das ist mir. Nee. Das ist mir nischt. Sorry, das will nicht sein. Sag mal, Leute! Sag mal, Leute! Habt ihr das Gerücht über den Apfelrubinen schon gehört? Nee. Der reichste Mann des Dorfes will den Rubin in der Form eines Apfels unbedingt haben. Aber der Apfelrubin ist in der Nordhöhle. Wenn ihr ihn findet, wird er ihn euch zu einem sehr guten Preis abkaufen. Gut zu wissen. Hallo, was wollt ihr denn? Ware kaufen. Krafttrank, Aufwärter, Schrei. Die Wumme. Nee, was sind denn für Waffen? Oh, eine Route. Kann dir was Geiles? Nö. Trotzdem. Ist trotzdem besser für sie erstmal so jetzt Rüstung. Hat er ein Lederschild? Den würde ich nämlich gerne holen zum Verfüttern. Oh, hat er den Lederschild echt nur in den einen Laden da? Ah. Federrüstung, Schmutz. Die Laberkutte. Laberkutte? Warum? Baskenmütze. Der Widerstand des Gegners gegenüber Magieattacken wird reduziert. Ist schon cool, ne? Die ist ja echt cool. Holzhelm. Das muss so doof aussehen. Ein Helm aus Eichenholz. Können wir ihn check mal holen? So. Der hat doch eine coole. Ach, Conny macht eh einfach nur Erdbeben. Warum soll die irgendwas buffen? So, die kriegt schon die Laberkutte. Zack. Alles klar. Ich hab immer noch so viel Geld. So, dann wird der auch richtig dumm, wenn ich ihm den Holzschild gebe. Das ist nicht gut. Aber komm. Alles klar.